Es gibt immer mehr Menschen, die sagen, ich gucke keine Nachrichten mehr. Ich halte es nicht mehr aus. Klimakatastrophe, Inflation, Wirtschaftskrise, Heizungsverbot, Sprachverbot, Tofu-Zwang. Ein normaler Tag in Deutschland ist wie ein Horrorfilm. Man geht in den Supermarkt, da haben sich die Preise innerhalb eines Tages verdoppelt. Dann läuft man nach Hause. Es ist wegen Klimawandel 50 Grad warm im April. Man rettet sich in die Wohnung, in der Küche empfängt einen Karl Lauterbach, der einem das Salz wegnehmen will. Und schließlich hört man gruselige Geräusche aus dem Keller und da sitzen Robert Habeck und Ricarda Lang. Die einem die Heizung ausbauen und mit der Rohrzange das Geschlecht wechseln wollen. Horror. So kommt es einem vor. Es liegt natürlich auch daran, dass heute alles emotionalisiert wird. Die Nachrichten haben ein Musikbett. Auf Social Media werden wir überschüttet mit Hassnachrichten, mit Kotz-Smileys, Daumen runter. Ein Austausch von Argumenten ist gar nicht mehr möglich. Man kann das gerade gut beobachten an der Diskussion um die polizeiliche Kriminalitätsstatistik. Die einen sehen sich bestätigt in ihrem Gefühl, Ausländer bringen Kriminalität nach Deutschland, müssen abgeschoben werden. Zack, bumm. Andere weigern sich, auch nur darüber nachzudenken, ob vielleicht kulturelle Prägung oder eine Migrationsgeschichte auch eine Rolle spielen könnten, wenn jemand straffällig wird. Also beide Seiten gehen so emotional an das Thema heran, dass ein nüchterner Blick auf die Zahlen und was sie konkret bedeuten, gar nicht mehr möglich ist. Unsere Gesellschaft ist tief gespalten. So scheint es zumindest. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Wissenschaftler wie den Soziologen Steffen Mau, der sagt, in zentralen Fragen gibt es einen breiten Konsens in diesem Land. Deutschland ist gar nicht so gespalten, wie immer behauptet wird. Konfliktlinien bilden sich meist nur entlang ganz bestimmter Reizthemen. Sogenannte Triggerpunkte sind das, wie zum Beispiel Gendern, Tempolimit, Lastenfahrräder oder ob man Nutella mit oder ohne Butter isst. Und solche Reizthemen werden dann von sogenannten Polarisierungsunternehmern in der Politik ganz bewusst gesetzt. Das heißt, man bringt ein Thema, von dem man weiß, dass sich Leute relativ schnell aufregen und zieht das in die Öffentlichkeit und dann entspinnen sich Auseinandersetzungen darüber und es gibt eine klare Teilung in Dafür- und Dagegen-Positionen. Und das ist sozusagen so ein Versuch, die politische Landschaft so ein Stück weit umzuflügen und Leute, die eigentlich politisch ganz woanders beheimatet sind, auf die eigene Seite zu ziehen. Und wenn man das machen möchte, dann muss man solche Triggerthemen eigentlich permanent bespielen. Und wohlgemerkt, diese Triggerthemen sind nicht die Frage, warum haben wir so wenig Bildungsgerechtigkeit in diesem Land oder diese Kinderarmut oder die Höhe von Erbschaften in diesem Land oder die Situation in der Pflege. Das sind alles keine Triggerthemen. Triggerthemen sind Themen, bei denen man sagen kann, wir oder die. Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern. Reine Emotion. Deutsche gegen Ausländer, Verbrenner gegen Elektroautos, Stadt gegen Land. Und nicht nur die AfD treibt dieses Spiel, auch die anderen Parteien machen fröhlich mit. Eine zwangshafte Veganisierung Deutschlands und Bayerns macht keinen Sinn. Ein Leben ohne Schweinbraten mag möglich sein, aber nicht sinnvoll. Wir wollen auch in der Zukunft essen können, was wir wollen, meine Damen und Herren. Und uns das nicht vorschreiben lassen. Ja. Niemand hat jemals eine Zwangsveganisierung von Bayern gefordert. Niemand, wirklich niemand verbietet Markus Söder, jeden Morgen ein halbes Schwein auf Toast zu essen. Und ich bin sicher, er macht es, wenn er was Leichtes will. Im vergangenen Jahr sind in Deutschland 43 Millionen Schweine geschlachtet worden. Wovon reden wir? Jeder Deutsche isst pro Jahr statistisch ein halbes Schwein. Und das sind Babys und Vegetarier mitgerechnet. Also es gibt keine Zwangsveganisierung. Was es gab, war eine Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, weniger Fleisch zu essen. Das ist etwas, was auch die allermeisten Ärztinnen und Ärzte einem vermutlich empfehlen würden. Also Zwangsveganisierung ist kompletter Bullshit. Oder Tofu-Shit, je nachdem, wie Sie wollen. Söder weiß das natürlich. Er weiß, dass seine These eine Lüge ist. Er bringt die aber ganz bewusst, weil es ein Aufregerthema ist. Und verdammt schnell gelernt hat auch Hubert Aiwanger. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss. So, da stellen Sie mir erstens die Frage, warum muss die schweigende Mehrheit eigentlich immer so penetrant laut sein? Zweitens, meint er das wirklich? Die von der Mehrheit gewählten Vertreterinnen und Vertreter in Berlin sprechen nicht für die Mehrheit? Hubert Aiwanger spricht für die Mehrheit des Volkes?
aber die Ampel nicht. Ich meine, man mag der Meinung sein, dass die Ampelregierung eine grottenschlechte Performance hinlegt, aber diese Menschen wurden gewählt. Das nennt man Demokratie. Da muss auch nichts zurückgeholt werden. Übertreiben, spalten und emotionalisieren, das ist übrigens nicht ausschließlich eine Domäne der Rechten. Auch unsere Außenministerin sendet emotionale Botschaften an die eigenen Kreise, die eigenen Klientel in Deutschland. Wenn sie zum Beispiel den chinesischen Staatspräsidenten offen einen Diktator nennt. If Putin were to win this war, what sign would that be for other dictators in the world? Like Xi, like the Chinese president. Und ich wette, Xi Jinping hat ihr gleich danach eine SMS geschickt. Danke für deine Einschätzung, Annalena. Anbei sende ich ihr die aktualisierte Preisliste unserer Solarmodule für eure Energiewende. Ein weiterer Trick der Populisten ist es ja, das Gefühl von Ungerechtigkeit bei den Bürgerinnen und Bürgern hervorzurufen. Wie diese sehr berühmte Aussage von Friedrich Merz beim Welttalk beweist. Die werden doch wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Stimmt nicht, ist aber egal. Es führt zu Emotionen. Leute sagen, nein, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das empört mich jetzt aber wirklich. Flüchtlinge sollen hier keine neuen Zähne bekommen. Und wenn doch, dann sollen sie die bei der Abschiebung wieder abgeben. An arme deutsche Rentnerinnen und Rentner. Jawohl. Das Gefühl, da bekommen andere mehr als ich, da bekommen Minderheiten mehr als ich. Dieses Gefühl, Bürgergeldempfänger bekommen Geld geschenkt. Das geht in dieselbe Richtung. Ich muss arbeiten und die kriegen Geld geschenkt. Oder Transpersonen suchen sich auf einmal ein neues Geschlecht aus. Wieso kriegen die einfach ein neues Geschlecht? Womöglich sogar zwei. Und ich muss ja mein Geschlecht behalten. Unfair. Mir reicht's. Jetzt wähle ich die AfD. Vielleicht ist es auch die Frage, wie man das Leben sehen will. Als Optimist, als Pessimist oder als Populist. Der Optimist sagt, das Glas ist halb voll. Der Pessimist sagt, das Glas ist halb leer. Der Populist sagt, die Grünen wollen uns die Gläser wegnehmen. Aber die gute Nachricht, es ist nicht alles verloren, so die These von Steffen Mau. Mao und seine Co-Autoren ziehen in ihrem Buch einen ungewöhnlichen Vergleich. Eine polarisierte Gesellschaft wie in den USA sei wie ein Kamel mit zwei Höckern und einem unüberbrückbaren Graben dazwischen. Ihre Studien hätten dagegen gezeigt, dass Deutschland eher einem Dromedar mit einem Höcker gleiche. Es gäbe in vielen Themen immer noch einen Grundkonsens. Der sei allerdings durch bestimmte Triggerpunkte und immer radikalere Debatten, etwa in den sozialen Medien, gefährdet. Ganz genau. Wir sind ein Dromedar mit einem Höcke. Einem Höcker, Entschuldigung, einem Höcker. Also, wir sind ein Dromedar. Und ich finde, dann sollten wir unsere Politik auch nicht den Kamelen überlassen. Ich begrüße nun einen Profi, der genau weiß, wie Emotionalisierung in der Politik funktioniert, weil er sie selbst betreibt. Er ist Emotion Manager, Speaker und Coach. Herzlich willkommen, Maximilian Schaffroth. Okay. Okay, grüße Sie, Herr Schaffroth. Grüße Sie ganz herzlich. Herr Schaffroth, vielleicht. Das Spiel mit der Menge, das gefällt mir. Ja, schön, das gefällt Ihnen. Erzählen Sie uns doch einfach mal ein bisschen was aus Ihrem Coaching-Alltag. Wie läuft das ab? Plauder gerne aus dem Nähkästchen. Bin ja eigentlich so ein bisschen so ein Hinterzimmertäter. Also da, wo Häppchen und Gebäck sind, da ist mein Beritt. Sag mal so, ich bin Berater ein Stück weit. Ja? Zu mir kommen Politiker, die sagen, ich habe so ein Gefühl. Ich habe so ein Gefühl, aber ich habe kein Argument dazu. Und ich sage dann, okay, lass uns eine Story bauen. Ja? Lass uns, wir beginnen dann diese argumentative Lehre mit so einer Art verbalem Bauschaum aufzufüllen. Ich sage immer, ich pimpe, ja? ich tune. Also ich schraube den Spoiler an die Wagenknecht. Also das ist... Ich frisiere den Merz, ja, und dann sage ich mal, ran an das Target. Targeting ist super wichtig, die Zielgruppe. Ja. Es bringt gar nichts, wenn du beim Lions Club Düsseldorf sagst, Menschen aus dem Ausland, die schröpfen unsere Sozialsysteme und so. Das musst du bei Penny in Görlitz machen. Also das sind natürlich...
Wenn ich das so sagen darf, das klingt zynisch, es klingt widerwärtig. Okay, ist hochinteressant, was da gerade passiert. Ja? Sie sind jetzt ein bisschen angeekelt so, ne? Ja. Sie geraten innerlich in Wallung, das zeigen Sie jetzt aber hier nicht. Ja. Und das ist genau mein Job, ja? Ich trigger Sie. Wir haben jetzt eine Beziehung, die ist nicht unbedingt positiv, aber wir sind connected. Ja? Das ist, Sie finden mich so, das ist auch bei Trump zum Beispiel, ja? Das ist das Spiel mit der Krawatte, ein bisschen zu lange Krawatte. Gucken Sie mal, Sie gucken hin, das ist... Das ist, Trump ist der Unfall auf der Gegenfahrbahn. Ja? Du willst das nicht sehen, aber du guckst hin. Das ist mein Spielbereich. Das ist für mich ganz, ganz, ganz... Alles okay? Da ist nichts und Sie haben trotzdem hochgesehen. Und das ist genau das, was ich mache. Das ist Emotion. Ich gehe ins verlängerte Rückenmark. Vorsicht, Herr Ehringer! Los, ja! Sie müssen gucken, dass der Wähler bis zum Urnengang im verlängerten Rückenmark bleibt. Das ist Politik, wissen Sie, das ist heute das Monsanto-Rundum-Paket, sage ich immer. Ja? Saat und Dünger sind perfekt abgestimmt. Das ist der populistische Dreiklang. Du säst Angst, du düngst Verunsicherung und du erntest Stimmen. Ja? Das ist so ein bisschen... Vorsicht! Klappt immer noch. Aber Herr Lammer, das sind doch ja miese Psychotricks. Das hat doch überhaupt nichts mit Politik zu tun. Wem verzapfen wir denn so eine krude Logik? Wer springt denn darauf an? Allen. Ich verzapfe das allen. Ich bin ja Demokrat. Hallo, ich mache da keinen Unterschied. Ich coache alle, von Wagenknecht bis Weidel. Also ich sage auch zu Alice, war meine erste Schülerin. Ich sage, Alice, nimm deinen ganzen Schmerz, geh in die Emotion. Und das macht die so toll, ja? Die Alice Weidel, die pumpt ihr Blut aus dem Gesicht. Dass du denkst, wenn die jetzt nicht gleich eine Cola bekommt, ja, dann fällt dir der Maischberger in den Schoß. Und dann kommt aus dieser blassen Leere, aus diesem seelischen Nichts, kommt da eine Kraft. Bam, wo du sagst, die versteinert, ein germanisches Götzenbild. Ja, ab hier, der Stimmsitz wandert unter die Gürtellinie. Ja, das ist Weidelbereich, das ist Trigger. Das ist ab hier, jeder Satz ein Punkt, das ist logikfreie Zone. Das ist mein Bereich, ja. Merz und die kleinen Paschas, wir haben das eben gesehen. Das ist von mir. Natürlich, hallo. Aiwanger und wir müssen die Demokratie zurückholen. Das ist von mir. Jeden muss woanders anpacken, ja? Bei Hubert habe ich gesagt, Hubert, wo ist die Demokratie? Wo ist die Demokratie? Das nennen wir Emotion Politics oder die intellektuelle Gurkenkrümmung. Also das ist genau das, wo wir hinwollen. Was? Die intellektuelle Gurkenkrümmung? Herr Schaffroth, ich denke mir gerade was ganz anderes. Ich frage mich gerade, wenn ich Ihnen hier zuhöre, ist es nicht gerade in diesen Zeiten wichtig, dass es Menschen gibt, die auch Bürgerinnen und Bürger an die Hand nehmen und auf das Argument setzen, auf die Kraft des besten Argumentes, dass sich Menschen versammeln hinter dem besten Argument? Braucht es nicht das gerade in Zeiten von Kriegen, von Krisen, von Katastrophen? Bin ich total bei Ihnen. Mir geht es da oft auch so. Aber Leute, die einmal auf Emotion Politics drauf sind, die kommen da nicht mehr runter. Emotion Politics, das kannst du auch nicht substituieren, die Leute. Emotion Politics ist wie Fliegen. Ja? Du kreierst, was real ist. Du kreierst Feind und mimst den Retter. Du bist Gift und Gegengift. Das ist in a high level. Ja? Haben die Leute so im Bann, dass die Fakten vollständig ignorieren. Das ist, also solchen Politikern zu sagen, du, pass mal auf, Kollege, fang mal wieder von vorne an mit deinen Argumenten. Also das ist, als würdest du jemandem, der 10 Jahre lang unter Doping die Tour de France gewonnen hat, die Nadel ziehen und sagen, viel Glück, du Klapprad-Loser. Das ist doch, am Ende ist es doch einfach nur perfide Manipulation, oder? Am Ende ist es wirklich, es ist Trickserei, es ist widerlich. Ich kann mich nur wiederholen, ich find's widerlich. Okay, ich habe das jetzt ein paar Mal so Seitenhiebe gespürt von Ihnen. Nee, ganz im Ernst, das ist genau so ist das Öffentlich-Rechtliche, Herr Ehring. Diese Arroganz, mit der Sie das gerade gesagt haben, da draußen schuften die Pflegekräfte. Und Sie haben hier drin recht. Gratulation. Was haben jetzt die Pflegekräfte damit zu... Lassen Sie mich ausreden, Sie Herr können Ehring. Doch ausreden. Ich möchte ausreden. Zuerst verbieten Sie mir das Wort und dann die Bockwurst. Wissen Sie? Und dann sitze ich morgen bei 15 Grad im Wohnzimmer und sehe kein Wetten, das. Und da sage ich, wissen Sie, ich meine es doch gut, ich helfe doch
Ich helfe Politikern, die einfach intellektuelle Barrieren haben, ohne Logik Erfolg zu haben. Ich bin das Glutamat in der politischen Geschmacklosigkeit. Ich habe auch kein Problem damit. Ja? Wissen Sie, ich stricke Ihnen aus Sellerieschnitzel und der Wärmepumpe eine handfeste Regierungskrise. Und wissen Sie, warum ich das mache? Das mache ich für Sie hier im Raum. Das mache ich für die kleinen Leute. Das mache ich für Sie zu Hause. Wir gegen die. Lassen Sie sich von diesen GEZ-Kaspern nicht manipulieren. Was ist denn hier los? Ja, mir ist das hier zu blöd. Ich gehe jetzt zu meinen Freunden ins Wirtshaus. Da sind die vernünftigen Leute. Also, er sieht ja ganz blass. Sorry. Vorsicht, ey! Funktioniert. Funktioniert. Maximilian Schaffroth. Hallo, ich würde gerne umtauschen. Der funktioniert nicht. Was passiert ist, ich wollte extra 3 in der ARD-Mediathek schauen, hab's aber nicht gefunden. War ich sauer, hab ihn runtergeschmissen, war er kaputt. Aber ich hätte einfach nur hier klicken müssen. Kriege ich trotzdem mein Geld zurück?